Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wildlands. Ja, wir sneaken uns jetzt gerade in die Höhle des Löwen rein. Oder wir versuchen es. Die Frage ist, wie wir da reinkommen. Vielleicht auf der anderen Seite. Warte, da haben wir noch ein Knaben vergessen. Zwei Knaben, drei Knaben. Vier Knaben sogar. Hier noch einer und da drüben noch einer. So. Uiuiui. Relativ schlampig von mir. Gut. Dann wollen wir mal weiterschauen. Dam 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 dam. Tequila. Wir können das sogar überqueren. Leise. Ich komme wieder. So. Ah, da ganz oben ist er. Locker bleiben. Das ist meine gute Devise. Da sind drei. Geh in Position. Die ziemlich frei sind. Ich habe das Ziel. Ich sehe das Ziel. Mein Ziel ist weg, Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Ja, na gut. Dann lassen wir es. Okay. Also von hier kann ich nicht sehr viel ausmachen. Mit ausmachen meine ich Leben ausknipsen. So. Dann gehe ich halt persönlich darüber. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Geräuschminderung ist relativ. Ja, relativ schlecht, das ist gut. Das ist am besten. Dachte ich mir. Dann mache ich nämlich Pistole. Pistole. Gott, der Arme. Den muss ich ja. Oh Gott, der tut mir ja richtig leid. Gute Nacht.
wird. So wird doch ein Schuh draus. Ja, jetzt wird's. Jetzt wird's wieder Tag und zwar ziemlich schnell. Okay, dann untersuchen wir das mal. Natürlich zuerst Nummer 2. Auch wenn wir gerade das nicht sehr viel, nicht doll viel brauchen. Da drüben ist noch einer. Gehen wir mal außen rum. Ich glaube, da drüben sind nämlich keine Tangos, Rangos, Schnongos. Hey, geh doch nicht weg. Na du. Hallo. Hey. Hola, amigo. Haben Sie was über das Kartell gehört? Wo die sich rumtreiben oder so? Gracias. Viel Glück. So. Mal schauen, was für Waffen wir hier bekommen. Also da ist schon mal eine Scharfschützengewehr. Entfernungsmesser. Hör. Da. Gut. Passende Waffe. Zieloptik. Vierfach Zieloptik. Ah, Scharfschützengewehr. Sehr schön. Dann hier. Leichtes Maschinengewehr. Uiuiui, das ist, ja. Brauche ich nicht. Sturmgewehr. Und da oben. Sturmgewehr. Und hier. Ja, das ist schon auch eine gute Waffe. Okay. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. So. Gut, dann schauen wir mal, wie wir hier weiter vorgehen. Weil der Sniper ist halt ein bisschen näher. Auf Zivilisten achten, wir wollen niemanden versehentlich töten. Ach so, wer ist hier der Boss, hä? Wenn ich sage, wir töten Zivilisten, dann töten wir Zivilisten. Nein, Spaß. Oh Gott. Die sind alle relativ nah zusammen, ne? In der Nacht war es halt praktischer. Warte, ich schau mal kurz, ob der alleine ist. Du brauchst keine Blätter, wenn du auf dem Ding stehst. Okay, der ist rein theoretisch alleine. Okay, bin unterwegs. Eine bessere Position. Roger, Ziel erfasst. Verstanden, unterwegs. Kann loslegen. Greife an. Tango am Boden. Ich hab doch geschaut, ob der da steht. Na, egal. Die kommen genau auf uns zu. Ideen, Boss?
Die Idee ist, wir... Nein, die ballern jetzt auf die Rebellen und Rebellen sind tot. Naja, vielleicht denken sie, dass es nur die Rebellen waren. Wenn die zu mir kommen, sind sie selber schuld. Hachi! Tada. Die Pistole ist echt cool. Okay? Die Pistole kann ich echt öfters benutzen. Tja. War jetzt nicht so praktisch. Schade. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Schade, dass die nicht gedacht haben, dass das einfach nur die Rebellen waren. Ah, das wäre ja schlauer gewesen von denen. Unidad Heli, unten bleiben. Nee, ich geh rein. Ich hab doch geschaut. Wahrscheinlich war der hier, aber ja, dadurch, dass ich halt irgendwie zu dem nicht Dauerfeuer gemacht habe, war es halt einfach doof. So, Entfernungsmesser. Wo ist der? Mündung. Habe ich doch nicht den... gerade habe ich doch den Entfernungsmesser geholt, oder? Ja, das war der Entfernungsmesser. Ja, okay. Ja, stimmt, Entfernungsmesser habe ich doch, wirklich. Automatisch. Interessant. Ja. Das Dokument hier erwähnt die Hauptkapelle von La Santera in Espiritu Santo. Sehen wir uns das an. So, aber erstmal gehen wir da rein. Nochmal Benzin. Und nochmal Futter. Sehr schön. So, da sind ja noch welche eingesperrt. Stimmt ja. Hallo. Guten Tag. Ihr Idioten hättet mich beinahe verraten. Aber ich konnte das auch alleine. So, ich habe mich schon alleine verraten. So. Wo geht's als nächstes hin? Ich hole mir das neue Zielfernrohr. Warte, ich muss mal kurz schauen. Ich mach das, ich fliege. Ja, schon, bla bla bla. Na? Zielfernrohr. Gerade habe ich das, aber wie. Aber es steht nicht. Ah, 4,5 mal bis 5,5. Okay, und gerade gehe ich zu einem 4er-Scope. Okay. Ja, mal schauen, was mir besser taugt. Oh, das ist ja gleich da. Sehr schön.
Bisschen blöd zu landen hier. So, verdächtig, ja, finde ich auch. Markiere einen Hauptmann, aber ein drittes Ziel. Das macht 5. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. 6 Leute. Na gut. Nee, das war kein Helikopter. Das war kein Helikopter. Alles gut. Nichts passiert. Nichts passiert. Die sind halt jetzt alle auf dem Haufen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ha. Das sind 2 zu viel. Geh in Position. Okay, unter Schusslinie. Erledigt. Wir haben ihren Amigo gefunden. Mist. Nein, in Deckung. Lad doch nicht nach, wenn diese ich... Diese Seite ist sauber. Wenn ich... Wartet, Waffenkiste entdeckt. Die braucht zu lange, um das zu tauschen. Uiuiui, das war auf jeden Fall sehr knapp. Gut. Geil. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, finde ich auch. So. Teile, Ziel. Hä? Bekomme ich die Teile nicht mehr? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade mache. Was ist das? Yes. Warum habe ich das? Und was mache ich da gerade? Wow. 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 Das ist alles sehr schön. So, also Sturmgewehre. Scharfschützengewehr. Ja. Farbe. Habe ich jetzt 2 neue aus. Ja, die beiden. Das ist eigentlich schon ganz cool. Mach ich mal das da. Aber ich will die Gegenstände. Ich dachte, ich habe jetzt hier ein neues. Aber wahrscheinlich nicht für das da. Na schön. Gut.
Spezies. Die sind so verrückt. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Heute machen wir mal eine kurze Runde, weil ich muss jetzt heute noch rendern und hochladen. Also, deswegen, ja, schauen wir mal, was uns dann die nächsten Male oder die nächsten Runden alles beschert. Also wir werden auf jeden Fall die gelben Sachen alle abklappern, weil ich will wissen, was mit der Tante los ist. Und ja, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bye bye.